Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Legend of Zelda Twilight Princess. Im letzten Part haben wir ja dieses Gebiet von den Schatten befreit. Machen wir mal kurz den Sound bei mir leiser, lauter machen. So, schon besser. Ja, auf jeden Fall, ja, wir haben den Zaun, die Schatten befreit. Und wir müssen jetzt eigentlich nur noch ganz wenig machen. Besser gesagt, eigentlich nicht wirklich irgendwas. Über Mitglied des Stammes der Sora, unser Volk immer wieder heilige. Die Hände ist übrigens halt am Grund des Sees, Wache! Ja, okay. Okay. Aber ich würde sagen, zum Auftakt machen wir mal ein kleines Spiel. Was? Die Suche zu dem Rase noch? Hab schon gedacht, die wäre mit dem See zusammen ausgetrocknet. Ey, hast du eigentlich schon gehört, dass es am Grund des Sees einen Schrein gibt? Die machen einen Wind drum. Ich weiß echt nicht, was die da treiben. Würde es aber gern wissen. Wie kann man einen Schrein auch nur so tief unter Wasser bauen? Kein normaler Mensch kann so tief tauchen. Sag mal, kommst du etwa als Kunde? Hehe, du hättest keinen besseren Zeitpunkt wählen können. Hättest es nicht besser abpassen können. Mit meiner neuesten Attraktion wirst du dich fühlen, als würdest du wie ein Vogel fliegen. Heute gibt's einen ganz besonderen Service, fast ohne Wartezeit. Und du kannst ihn für nur 10 Rubine ausprobieren. Ja, willst du einen Flugwagen? Jupp. Also gut, hier entlang. Inter Kuku. Jetzt kommt das Beste. Perfekt. Aber ich möchte jetzt nicht hier irgendwie wieder zurück. Ich meine, weitergehen. Ich möchte eigentlich was holen. Ah, es fällt mir wieder ein. Die Sora-Königin hatte dir doch um etwas gebeten, oder? Du weißt schon, du solltest doch den Prinzen finden, der auf dem Weg nach Schloss Hyrule verloren gegangen ist. Und sie hat doch gesagt, wenn du ihm helfen würdest, verliert sie dir irgendeine Fähigkeit. Der letzte Schatzkristall ist auf dem Grund des Heilersees. Und diese Fähigkeit könnte dir vielleicht nützlich sein, oder? Ja, ich weiß. Aber trotzdem, ich möchte jetzt erstmal noch ein kleines Spielchen machen. Und ich glaube, dafür gibt es sogar ein Herzteil. Aber ich glaube, zuerst müssen wir dem Typen was zahlen, damit er hier weggeht. Hallo, Herr Reitbezieher. Willkommen im Dundus Hühnerflugstation. Bist du bereit für einen Ehrenflug mit verrückten Hühnern? Voller Abenteuer und Body? Es gibt nichts Besseres. Na, du wärst mein großer Freund. Also dann, einmal zur Schatzinsel kostet dich 20 Rubine. Wie wär's? Na, logisch. Vielen Dank. Also, schnapp dir das Huhn, das dir am besten gefällt und flieg zur Schatzinsel. Okay, ja. Er wollte jetzt also 20 Rubine dafür, dass er einfach zur Seite geht. Das ist ein geiler Job. Du stellst doch vor, ihr seid auf einer, ihr seid vor einem Tod einer Tür, die wirklich oft passiert wird. Jawohl. Wäre eine gute Flohmarktattraktion. So Türsteher. Türsteher, ja genau. Okay, dann wollen wir mal. Wir müssen jetzt ganz konkret sein. Ich habe keine Ahnung wohin. Obwohl ich weiß ja schon wohin, aber trotzdem. Wir müssen zur Insel da unten, das ist ganz wichtig. Und deswegen... Hey, da oben ist ja auch noch was. Komisch. Egal, das merke ich mir mal. Ich will auf die höchste Truhe, wenn es geht. Wenn man ganz genau abpasse und treffe. Komm, komm. Ja, ablegen. Da müsste jetzt ein Herzteil drin sein.
Nee. Nicht da. Okay, aber dann vielleicht da unten. So, da hängen wir es erstmal ran. Wir warten. Wir warten. Und jetzt loslassen. Nein! Verdammt, aber ich glaube, da war was drin. Ich glaube, da ist ein Herzteil drin. Egal, mach mir mal andere Dinge auf. Verdammt! Aber ich hätte es fast geschafft. Ich habe mich, glaube ich, verrechnet, wann ich abspringen soll. Ich glaube, ich war zu früh. Egal, wir laufen jetzt. Wir gehen jetzt zum Prinzen. Naja, ist egal, mach einfach. Nein, das Herzteil können wir uns ja nochmal holen. Wir kommen ja nochmal hierher, von dem her. Ja. Ach ja, und ich glaube, der nächste Dungeon, der Seeschrein, der hat dann wieder mit Benedikt gemacht. Wann das jedoch ist, weiß ich jetzt nicht, wann die neuen Parts kommen. Ich werde da sogar F-Zero mal ein wenig verschieben. Und ja. Ich habe nächste Woche sehr wenig Zeit. Ich habe, glaube ich, bin über viermal mittags weg. Ja, über viermal. Wer weiß, vielleicht können wir zwei dann ja morgen aufnehmen. Also am Montag. Also heute. Ich glaube, das macht mir auch, wenn es geht. Und wenn ich daran denke, nächste Woche schreiben wir wieder Arbeit. Ne, übernächste. Geht's wieder los mit Tests. Mit Tests mir eigentlich total am Arsch vorbeigehen. Oh, das war jetzt schier. Uff. Oh, Rabe. Rabe sind Feinde. Aber egal. Wenn man bedenkt, dass wir mit dem Spiel nach dem Seeschrein wartet bitte. Walddungeon? Seeschrein? Uiuiui. Wir können da gerade noch was aufmachen. Incoming! Weg! Nicht schon wieder das Prozedere! Jetzt. Genau. Immer schön die Rubies einsammeln. Ach, egal. Das war jetzt eigentlich voll der Umweg. Egal. Ich will Zeit schinden! In your face. Na super. Jawoll! Oh, goldene sogar. Komm. Ah, verdammt, das war zu schnell. Jawoll. Aber da gibt's noch eine Höhle, fällt mir ein. Die ist da irgendwo. Glaube ich zumindest, ich weiß es gerade nicht. Wir können da aber eh noch nichts machen. Ich glaube, da ist sie. Weg. Genau da schon eine Höhle. Ja.
Ja, es ist die, da können wir noch nichts machen. Da können wir eigentlich gerade wieder gehen. Aber wir merken die uns mal. Weist mich doch bitte per PN darauf hin, falls ich das mal vergesse. Denn vielleicht habt ihr es ja schon gemerkt, aber auch ohne Google Plus könnt ihr PNs schreiben. Also dafür braucht ihr kein Google Plus. Das mache ich auch immer, wenn zum Beispiel jetzt irgendjemand mir einen Kommentar schreibt unter meinen Videos oder so, dann schreibe ich ihn per PN, weil ich bin nicht auf Google Plus. Nicht schon wieder. Oh nein, der Typ. War schon wieder zwei. Weißt du, ich konnte Briefe vorlesen. Okay, dann lesen wir jetzt einfach mal die Briefe vor. Der Part wird heute eh ein bisschen länger. Die Touristeninformation Ronell informiert. Genießen Sie Freizeitspaß inmitten herrlicher Natur. Tina und Sena bieten neue Attraktionen, die jung und alt begeistern werden. Sie finden beide flussabwärts vom Wasserfall an der Höhle der Soras. Toll. Tenas Kanuabenteuer, eine rasante Schussfahrt auf den Stromschnellen. Bombenpfeile sind im Preis enthalten. Senas Angelteich, ein Kampf gegen die Natur. Ziehen Sie mit der Angel den dicksten Fisch an Land. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Eine neue Bombe erblickt das Licht der Welt. Eine fantastische Erfindung, die auch unter Wasser verwendet werden kann. Sie kann ab sofort in meinem Laden erworben werden. Ich freue mich auf deinen Besuch. Burns, Kakariko. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Wir sind sicher, die Qualität von Burns Bomben wird auch Sie überzeugen. Bitte beachten Sie, dass Bomben in Kombination mit Pfeilen, mit Hilfe von Eor, als Bombenpfeile verwendet werden können. Wir sind sicher, auch diese Einsatzmöglichkeit für Burns Bomben wird Sie überzeugen. Der kleine Laden von Kakariko ist eröffnet. Im Moment haben wir ein Item auf Lager, das nicht überall verkauft wird. Die Gelegenheit ist günstig für einen Einkauf. Anschauen kostet nichts, aber nur der zahlende Kunde wird bei uns zum König. Das haben wir schon gehabt. Die Zustellung von Briefen. Jeder freut sich über Post und ich bringe sie zum Empfänger. Zu diesem Zweck laufe ich bei jedem Wetter durch die Ebene von Hyrule. Also lauf nicht weg, wenn du mich siehst. Alles klar. Okay, dann back to the work. Oder wie das heißt. Back to work, genau. Yay. Halt! Genau! Der goldene Wolf. Eine neue Fähigkeit. So muss es sein. Nerv nicht. Lieber mal schnell das Feld räumen. Man kann nie wissen. Okay. Wir machen einfach mal. Geil. Darauf freue ich mich jetzt riesig. Es ist gut, dich zu sehen. Du ähnelst schon etwas mehr einem Helden als beim letzten Mal. Wärst du bereit, die nächste meiner okkulten Künste zu erlernen? Ja, so sei es denn. Aber zuvor zeige mir, ob du den Fangstoß beherrschst, den ich dich das letzte Mal gelehrt habe. Greif mich an. Okay. Perfekt. Sehr gut. Du hast dir meine okkulte Kunst tatsächlich zu eigen gemacht. Wohlan, die zweite okkulte Kunst, die Schildattacke. Erlerne sie und präge sie dir wohl ein.
So geschickt du dein Schwert auch führst, schützt dein Gegner sich mit Schild und schwerer Rüstung, wirst du nichts ausrichten. In einer solchen Situation drücke er und presse dein Schild gegen die Rüstung deines Gegners, um ihn zurückzudrängen. Visiere mich mit L an und versuche mich auf diese Art und Weise anzugreifen, wenn Schildattacke eher erscheint. War's das? Genau, so ist es gut. Hast du die Verteidigung deines Gegners erst überwunden, so kannst du ihn mit deinem Schwert angreifen. Ach, das war's schon. Die Schildattacke kannst du auch verwenden, um den Angriff eines Gegners zu kontern. Versuche nun, meinen magischen Angriff mit einer Schildattacke eher auf mich selbst zurückzuschleudern. Genau, gut gemacht. Schleudere Wurfgeschosse auf deine Gegner zurück, wenn sie versuchen, dich damit anzugreifen. So hast du also die zweite meiner okkulten Künste, die Schildattacke, zum Meistern gelernt. Du beherrschst die zweite okkulte Kunst, die Schildattacke. Visiere starke Gegner mit L an und stoße sie mit R weg. Greife dann an. Noch 5 okkulte Künste sind mir gegeben, die ich dir lehren will. Der Weg zur Meisterschaft in den okkulten Künsten ist lang. Doch hast du sie alle gemeistert, so wirst auch du ein wahrer Held genannt werden. Auf dem einsamen Weg des Schwertes wirst du wahren Mut erlangen. Auch sollst du die Kraft finden, der Gewalt deines Feindes zu trotzen. So übe denn den Umgang mit dem Schwert, bis wir uns wiedersehen. Das ist anscheinend der Tutorial-Mann. Das heißt, Herr Stärko wie der Endboss. Ich glaube, so ist es. War welchen du von mir? So ein Vollidiot. Ach, sag bloß, man fährt keine rein. Naja, adios. Ach, Junge. Ihr kennt ja sicher noch A Link to the Past und Ocarina of Time, oder? In Ocarina of Time ist die Zitadelle der Zeit ja erbaut, ja? Hier in Twilight Princess ist sie, um ehrlich zu sein, nur noch eine Ruine. Und in A Link to the Past ist es nur noch ein Wald. Aber das Schloss war doch eigentlich vor der Stadt. Heißt es, dass sie das ganze, dass sie die ganze Stadt umgebaut haben? Komisch. Egal. Hey, das ist doch ein Sora. Damit kenne ich mich nicht raus. Herr Doktor, ohne Ihre Hilfe wird dieses Kind. Ein Arzt zum Menschen kann uns wahrscheinlich wirklich nicht helfen. Aber ich habe gehört, in Elden gibt es ein Dorf namens Kakariko. Der Priester dort kann auch Soras und sogar Geron heilen. Wirklich? Wenn wir den Jungen also in dieses Dorf bringen, dann... Aber der Weg dorthin ist sehr gefährlich. Wir können nicht zulassen, dass hübsche Mädchen sich in solche Gefahr begeben. Deshalb werden wir auch begleiten. Wunderbar! Der Weg nach Kakariko führt über 2 Ebenen voller Monster. Aber wenn die Soldaten Hyrule uns begleiten, kann uns gar nichts passieren.
Ihr Feiglinge, lasst euch ja nie wieder sehen. Nanu. Da ist ja noch ein junger Kämpfer übrig. Ich glaube, er will uns begleiten. Los, mach schnell alles bereit. Du bist wohl ein Freund von diesem Mädchen? Im Moment kann sie sich nicht einmal an ihren Namen erinnern. Das arme Ding. Dabei ist sie so ein tapferes Mädchen. Als dieser Sora auf der Straße lag, hat sie alles aus sich genommen, um ihn zu retten, ohne auf die Gefahr zu achten. Sie hat mehr Mumm als alle Soldaten von Hyrule. Hilf ihr! Okay, mache ich auch. Wie schon gesagt, der Part ist extra lange und wir machen das so lange, bis wir unsere Fähigkeit erhalten haben. Oder bis es mir zu spät wird. Es heißt, die Brücke im Osten ist unpassierbar. Wir müssen also die westliche Brücke überqueren. Scheiße, jetzt bin ich weg. Du siehst, was ich meine? Ich hoffe, du wirst mit ihm fertig. Natürlich meine ich das. Danke. Darf ich erfahren, wie ihr heißt? Link? Edo Link, ich bin auch zu Dank verpflichtet. Hey Kleine, bedanken kannst du dich, wenn wir sicher in Kakariko angekommen sind. Du hast schöne Augen, die Augen eines stolzen Tieres. Wenn du uns sicher nach Kakariko bringst, werde ich mich erkenntlich zeigen. Da freut sich einer. Also Link, bring uns unversehrt nach Kakariko. Alles klar, aber zuerst. Nein, warte, falsch. So, fertig. Okay. Das müssten sowieso ich und Psaro machen. Oh, lächerlich. Also los, jetzt bist du in der Reihe. Enttäusch mich nicht. Werde ich nicht. Was muss man dann damit tun? Ah, jetzt weiß ich wieder. Dreh dich, Ebola. Und fertig. Natürlich. Und Schlüssel. Du hältst den Dorfschlüssel, öffne dir Tor auf der Ecke, Kackricker. Das war gar nicht schlecht. Mach weiter so. Okay, weiter geht's. Das ist gar nicht mehr weit. Herzen? Oh, Pfeile. Haben wir eventuell tatsächlich da schon Feuer? Wow, Headshot!
Ja, Face. Wir haben zwei Schlüssel. Das ist gut. Wir sollten ein wenig nach vorne gehen. Okay. Da müssen wir so aufpassen wie Loche. Wir müssen nah bleiben. Okay. So geht's besser. Okay. So. Bis jetzt läuft's gut. So. Nein, nein! Nein, nicht hin, du Blöde! Na, du Mann! So, verreck! Mein Gott! Steig einfach aus, Mann! Geschafft. Rein mit uns, aber auch schnell. So. Ich denke, das Schlimmste hat er überstanden. Mit ein wenig Ruhe wird er sich rasch erholen. Übrigens, wer ist eigentlich die Mutter von dem Jungen? Im Fieber hat er ständig nach ihr gerufen. Ich denke, er macht sich Sorgen um sie. Armer kleiner Sora-Junge. Ich bleibe bei ihm und zeige euch, wenn es ihm besser geht. Eine sehr gute Idee. Danke, Colin. Perfekt. Wir haben es geschafft. Weißt du, Link? Ich mache mir auch Sorgen um Elia oder Elia. Vielleicht ist sie ja... Es wird nicht leicht sein, ihre verlorenen Erinnerungen zurückzubringen. Aber mach dir keine Sorgen. Es wird sicher eine Weile dauern, aber wenn wir ihr die nötige Zeit geben, wird ihr bestimmt alles wieder einfallen. Bleib einfach bis dahin in diesem Dorf. Gib uns eine Gelegenheit, uns für deine Hilfe zu revanchieren. Gut, dass es hier noch Hoffnung gibt. Es war ein weiter Weg hierher, aber er hat sich gelohnt. Willst du nicht deine Fähigkeiten in den Dienst Hyrule stellen? Ich kenne Leute, die dem Reich helfen wollen. Gerade jetzt, da die Situation so hoffnungslos ist. Ich gehöre übrigens auch zu diesen Leuten. Nenn mich einfach Thelma. Ich frage mich, ob ich noch ein wenig hierbleiben soll. Ich mache mir schließlich auch Gedanken wegen Elia. Außerdem... Link,
Komm unbedingt bei Gelegenheit in meinem Laden vorbei, ja? Er dient meinen Freunden als Unterschlupf und von dort führt ein Geheimgang bis zum Schloss. Besuch uns dort jederzeit, wenn du Hilfe brauchst. Ich werde auf dich warten. Oh, wie nett. Wie schön. Sie ist wieder da. Sie hat den Saphir-Juwel aus Ocarina of Time über den Hals hängen. Das machen wir jetzt noch. Ich dachte ja immer, Geister sind böse und wollen Menschen schaden. Aber in Zelda wollen sie anscheinend sogar helfen. Aber wieso führt sie uns zum Friedhof? Komisch. Natürlich. Ganz schön viele Illusionen in diesem Spiel. Wunderschön. Ich danke dir von Herzen, dass du meinem Sohn geholfen hast. Dieses Dorf, Kakariko, ist für uns Zoras der Ort der ewigen Ruhe. Auch die Seele meines verschiedenen Mannes, des Königs der Zora, ruht hier. Es ist sicheres Schicksal, dass mein Sohn gerade hier gerettet wurde. Nun, was ich dir versprochen hatte, es liegt in diesem Grab. Mein Mann ließ zur Lebzeiten ein Gewand für den Helden anfertigen. In ihm ruht die Kraft der Zoras. Nur soll es dir gehören. Du erhältst das Zora-Gewand. Dieses legendäre Kleidungsstück stammt aus dem Besitz der Zora-Könige. Trägst du es, kannst du dich unter Wasser frei bewegen. Dafür schaden Feuer- und Eisattacken mehr als sonst. Nun, endlich kann auch ich mich zur Ruhe betten, an der Seite meines Gemahls. Nur, mein Sohn weiß noch nichts von meinem Dahinscheiden. Solltest du ihm begegnen, überbringe ihm von mir die folgende Botschaft. Trauere nicht um deine Mutter, sei unserem Volk ein tapferer König. Und sag ihm auch, dass seine Mutter ihn immer lieben wird. Das machen wir. Deine Freunde haben wir alle gefunden und dann auch noch ein Zora-Gewand erhalten, ist doch prima, oder? Ich hoffe nur, du hast nicht das Wichtigste vergessen. Ich meine den letzten Schattenkristall. Erinner dich doch mal dran, was diese Lichtgeist Firon gesagt hat. Der hat doch gesagt, wir brauchen den Schattenkristall, um die Welt vor Zanto zu retten, dem Herrscher der Schatten. Wenn wir jetzt mit den anderen nach Hause gehen, ohne etwas zu unternehmen, dann beginnt die Tragödie bald wieder von vorn. Also los, schnappen wir ihn uns. Wir müssen zum Schrein am Grund des Haljasees. Machen wir. Aber erst im nächsten Part. Deswegen speichere ich ab. Und dann hole ich das nächste Mal wieder Benedikt hierher. Glaube ich zumindest. Hoffe ich zumindest. Ist scheißegal, Digga. Also, tschüss.